Und damit willkommen zurück hier bei Factorio. Müssen wir mal Zeug wegräumen hier. Was wann ich brauche aktuell? Die sind mit dort hinten verbunden. Das heißt, das können wir gerade mal gefahrlos killen. Das da oben kommt jetzt auch vorerst weg, so weit wie möglich. Gut. Eisenchlorid. Auch hier wieder so rum. Das wird schön passen. Okay. Einmal, zweimal, da brauchen wir Chlorwasserstoff. Und das ist jetzt eigentlich eine recht einfache Geschichte. Das ist schön. Jetzt ist die Frage. Na, ich würde sagen, wir machen dasselbe wie hier. Wir gehen hier raus und kommen in der Mitte rein. Okay, passt. Super. Ist gebongt. Das ist zumindest recht einfach. Kommen wir da fast ohne aus? Okay, wir gehen in der Seite rein. Wenn das hier schon so schön passt, ne, dann muss man das doch hinnehmen. Einmal hier rein und da gehen wir raus. Perfekt. Das war jetzt ein 30er, oder? Nee, war keiner. Das war klar. So. Na. Och, mach weg, mach hin. So. Und dann normal rüber. Hier hin, hier hin. Na, dahin und dahin. Dann können wir die ganze Suppe einmal bis rüber verlegen. Yay! Ja, muss ich. War jetzt gerade am Überlegen, warum muss ich das eigentlich? Aber ja, es wäre angebracht. So. Die brauchen jetzt allerdings eben Eisenerz. Das passt so, oder? Ich bin da jetzt gerade etwas skeptisch. Er liefert's rein. Okay, perfekt. Genau das wollte ich. Gut. Jetzt ist die Frage. Will ich wirklich das Eisenerz von da oben nach unten? Respektive andersrum? Und hier dann so eben einen Zug halten lassen? Der dann halt immer wieder mal Eisen abliefert, ne? Das wäre jetzt mein grundlegender Gedanke. Und dann kann man ja sagen, okay, pass auf, wir machen das so, dass man hier eben links und rechts zwei Kisten hinmacht. Versieht das Ganze damit. So. Und schmeißt eben jetzt das Eisenerz dann rein. Hier noch ein Pole. Und jetzt gehe ich einfach gerade mal rauf und hole Eisenerz. Und dann hätten wir das eigentlich. Das wäre jetzt so mein Gedankengang. So würde ich es machen. Würde auch irgendwie nichts dagegen sprechen, ne? So. Dann mal rauf da. Ist überhaupt noch was da? Puh. Es kommt noch ein bisschen was. Nein, es kommt nichts mehr an. Das Feld dort oben ist nicht mehr vorhanden. Ach, schön. Freue ich mir. Aber das andere dürfte voll sein. Da unten ist voll. Also. Noch keine Stress. Du kommst weg, weil überflüssig. Da wollte ich hin. Mach mal. Und er braucht ja Gott sei Dank nicht so viel. Eher Chlorwasserstoff, wo wir brauchen. Und dann kriegen wir da auch 5 Eisenchlorid. Und das sollte hier unten gut voll werden. Leichtöl ist voll, genau. Das ist jetzt ein Problem. Gibt zwei Möglichkeiten, wie ich das jetzt mache, ne? Die Möglichkeit 1 ist nicht nett. So, ich brauch's halt aktuell noch nicht und Leichtöl ist eh so.
Später, ja. Aber jetzt nicht so. Flüssigkeitsbehandlungen. Ja, da diese Untergrundtanks da. Flieger, da war doch was. Ich wollte mal ein Flugzeug bauen. Was ist das da eigentlich? Laboreffizienz. Eigentlich müssen wir das Zeug hier reinmachen. Dass wir da auch anfangen können rechtzeitig. Wäre nicht schlecht. Okay. Okay. Jetzt. Muss ich hier drüben erstmal gucken. Wo wir da entlang gehen können. Bin gerade echt drauf und dran, hier das Ganze gleich umzubauen. Jetzt schauen wir erstmal. Ich brauche... Ich hätte da oben schon mal die Fabriken hinstellen sollen. Ich hält, ne? Dann hätte ich zumindest gesehen. Okay. Drei Sachen. Zinn, Kupfer, Phenol. Die haben wir hier unten. Das heißt, rein theoretisch würde ich die lieben gerne hier unten machen. Ganz ehrlich, ich mache die hier unten. Weil wir haben ja noch zwei andere Schritte. Wir müssen ja... Es waren noch zwei weitere Schritte, ne? Das da? Und dann machen wir das da raus. Nö, dann machen wir es doch da oben hin. Dann passt das ja. Okay, ich war jetzt gerade der Meinung, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Aber eigentlich ist es ja logisch, dass sie so gehen. Warum nehme ich die immer wieder hier raus? Oder legt das dann da irgendwo dämlich ab? Das ist so eine blöde Angewohnheit von mir. Das ist abartig. So, weg da und weg da. So, das heißt, wir brauchen zwei Bänder, um dieses mal reinzukommen. Kein Problem. Das müsste jetzt dann eh das letzte Produkt sein, ne? Ja. Woran merkt man, dass man schlau ist? Genau. Daran, dass ich... wie am besten arbeite... Das ist jetzt blöd, ne? Boah, sag mal, da kann ich ja gleich die Linie hier runterziehen. Das wird mir jetzt auch nicht so ganz gefallen. Jetzt bin ich überlegen, ob ich das da unten mache, ne? Hier komme ich auf alle Fälle dann mit dem 50er rein. Das heißt, ich muss da einmal rüber. Oh gut, dann ist das halt so, ne? Es wird wahrscheinlich jetzt nicht lang, ne? Oh, danke, liebes Rohr! Warum habe ich schon wieder nur 51er? So, nee, es hat ja gepasst. Wo bin ich heute mit meinen Gedanken? Auf jeden Fall. Na, weg damit. Da. Wie weit? Ich muss hier durch. Ich muss hier. Na. Okay, es langt nicht. Das heißt, machen hier. Dass wenn ich das dann alles mal erweitere, im Falle eines Falles, dass ich das überhaupt noch erweitern muss. Ja, wahrscheinlich schon, ne? So. Und jetzt, Sattler. Bis dahin. Na komm, das ist egal, da komme ich so oder so jetzt nicht anders daran. Da hätte ich jetzt eins höher oder tiefer machen müssen, das ist jetzt Blödsinn. Hier. So.
Okay, dann wäre das mal vorerst. Das sieht genial. Also mir gefällt's. Vielleicht machen wir da unten noch irgendein Tankchen, wo wir irgendeine Flüssigkeit reinmachen, dass es dann mit dem oberen auch passt, soweit. Forschen. Keramik. Ja, machen wir die Pumpen. Die werden wir nämlich ebenfalls irgendwann benötigen. So. Jetzt, Sattle. Brauchen wir einmal unten die kurzen, oben die langen Knickarmroboter, von denen ich wieder mal keine habe. Das ist ja super. Machen wir ein paar lange. Hier hin, hier hin, hier. Um das nächste Problem zu haben. Archibald. Das ist nicht lang, ne? Okay. Das ist kein Thema. Das heißt, ich werde vielleicht doch irgendwann mal die ganzen Strommasten umändern. Naja, vielleicht gibt es ja hier auch so riesengroße Strommasten und dann hätte es sich so oder so erledigt. So, du musst auf alle Fälle eins weiter nach oben. Ich würde sagen, einfach halber kommen hier jetzt mal die Vinylplatten rein. Da holen wir sie von hinten. Wobei ich bei denen, glaube ich, keine mehr brauche. Für irgendwas anderes. Das sehen wir dann. Kupfer und Zinn. Okay. Kupfer, Zinn. So, das ist ja auch beides null Problemo. Einfach nur mal den Abstand zu wissen. Okay. Aber bei den Bändern habe ich das auch dann irgendwo schon gemacht, ne? Einmal ein 50er und ein 30er. Super. Gut, das wird dann auffallen, wenn ich dann an... Warte mal, kriege ich das eigentlich angezeigt? Ah ja. Oh je, wenn ich die dann upgrade, ich glaube dann nämlich überall 50er, weil einfacher. Kostet mich dann zwar einen Haufen Fließbänder, aber bevor ich da nochmal lang rumsuche, wo die 30er sind, also ne. Ich hoffe, ich kann die auseinandernehmen. Naja gut, aber auch nur dann, wenn die Mod richtig funktioniert. Ansonsten ist es wieder mal Kackeböen. Hierhin. Und hierhin. So. Haben wir das zumindest. Drehen, drehen. Dann darf Kunststoff nach vorne. Ups, das habe ich nicht gesehen. Brauche schon wieder neue Fließbänder hier. Und weiter forschen. Ah, teuer. Wir könnten eigentlich damit mal anfangen. Weil die Ionenkanone, das ist ja etwas, was ich haben will, auf jeden Fall. Warum lange warten? Und runter. So. Dann wollen wir. Achso, das Ding da oben wollte ich noch abreißen. Ja gut, das hat ja Zeit, oder? Muss ja jetzt nicht alle sein. So. Rüber. Bitte teile dich. Komm mal ran. Du warst Zinn, ne? Super, das ist jetzt... Ja, passt. Okay, nichts gesagt, nichts gesagt. Das war, ich wusste natürlich, dass das so geht. Ja, das ist ja, also. Verlängern wir hier gleich mal das Band. Hier kommen wir rauf. Hier wollen wir rüber. Hier wollen wir es teilen. Hier wollen wir weiter. Und so. Okay, dann hätten wir das. Super. Ah, Gottchen, Gottchen, Gottchen. Jetzt brauchen wir hinter denen diese komischen Teile da. Die hier.
Dafür brauchen wir Kunststoffstangen, verzinkte Kupferkabel und Siliziumwaffeln. So, und Siliziumwaffeln waren, wenn ich mich nicht ganz täusche, aus Siliziumwaffeln. Und die Siliziumwaffeln waren Calciumchlorid, Carbon und Quarz. In einer Chemical Plant. Electrolyzer. Electrolyzer? Electrolyzer. Und Calciumchlorid hat man bekommen aus Chlorwasserstoff und Stein. Stein. Jetzt muss ich das auch noch permanent irgendwie ran schaffen. Das heißt allerdings, dass das da hier gerade mal wieder weg kann, weil Platz wird gebraucht. Das heißt, es wird ein bisschen anders noch gehen. Das ist vorläufig wirklich dahin. Und später dann durch Geistesblitz-Idee ändern. Ich liebe solche Sachen. Weil vor allem immer später dann. Gut, wir könnten das vielleicht auch mit Anbieterkisten machen. Dass wir dann einfach da eine Anbieterkiste machen und sagen, okay, pass auf, sorge einfach dafür, dass so und so viel Eisen da drin ist. Wie gesagt, die Dinger laufen nicht so. Brauchen nicht so viel. Beim Stein wird das dann ebenfalls so sein. Okay, Electrolyzer. Tatsächlich. Machen wir auch wieder zwei Stück. Nein, so rum. Halt, nee, erstmal das Calciumchlorid, ne? Sorry. Und das war in der Chemiefabrik. Da. Wollte gerade sagen, ich habe keine Chemiefabrik mehr. Super Angelegenheit. So, ja. Dann hat es davor nicht gepasst. Okay, dann bin ich froh, dass es jetzt nix war. Na. Nein. So. Du bist auch noch falsch. Griechen war alles hin. Sehr schön. Also, dann werden wir das ebenfalls mit links, rechts rausmachen, wie hier. Ihr braucht. Das ist super. Könnt ihr verlängern. Machen wir unterirdisch an der Stelle. Warum nicht? Achso, halt, ich muss ja auch. Ja, gut, mit Stein rein. Kann ich mit langen machen. Ähnlich da unten. Das ist abartig, was man an Rohre braucht, oder? Das sieht so komisch aus, deswegen. War ich etwas irritiert. So, dann komm du mal hier. Das Eisen wird, der Stein wird ja da nicht ewig sein. Die Forschung hat jetzt aber echt lang gebraucht. Komm, wir fangen jetzt einfach von oben heran zu forschen. Das ist ja jetzt gerade Jacke wie Hose. So, bevor ich dich allerdings einpacke, reparieren. So. Ich glaube, die da hinten laufen eh gerade nicht mehr. Also die da oben laufen so oder so noch nicht. Und jetzt bin ich heilfroh, dass ich hier die Sache so gemacht habe, weil jetzt hätte ich mich geärgert, weil da die Schiene runtergegangen wäre. Passt so. Gott sei Dank den Bahnhof echt etwas nach hinten verschoben. Sehr gut. So. Leg doch ab. Genau, dann werden wir hier genauso verfahren. Vorerst. Beziehungsweise das mit der Anbieterkiste gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Wobei, es würde jetzt nichts dagegen sprechen, hier wirklich einen Zug halten zu lassen, der dann hier Eisenerz und Ding reinpasst. Und hier passt auf alle Fälle ein Zug rein. Das Einzige, was sein könnte, dass wir die Kisten hier ein bisschen verschieben müssen, weil halt eben diese Bahnschienen so ein bisschen blöde zu positionieren sind. Moment. Machen wir nicht auch richtig hin? Dann gefällt mir das eigentlich gut. Steine.
Was habe ich nicht mitgenommen? Was ist aber nicht so schlimm, weil hier 1000 Tonnen liegen. Warte mal, machen wir das doch gleich ganz anders und nehmen das da hier weg. Ja, können wir eigentlich mal bis hinten hin machen und dann hier schon mal eine Lagerkiste irgendwie hin friemeln später. So, weg, weg, weg. Das da, hallo. Fürs Spiel. Und haben wir eine Lampe da? Mal so rein zufällig. Ich, doch, wollte gerade sagen, ich sehe schon mal keine. So. Passen wir doch die ganze Geschichte fix an. So. Dann hätten wir da eigentlich wirklich eine tolle... Und der Abstand ist aber jetzt auch eigentlich irgendwie gewollt, ne? Ihr kriegt rein. Links und rechts raus. Das heißt, ich mach doch... Ich mach mal davon ein paar forschen weiter Boiler. Wobei die jetzt eher unnötig sind. Machen wir dahin, genau. Und dahin, genau. Das Ganze mit dienen. Bis dahin. Jetzt ist die Frage, legen die das außen hin? Nee, innen. Okay, das ist jetzt auch nicht so tragisch, oder? Hier kommen wir dann rauf und können dann darüber. Für Siliziumwaffeln. Du musst... Na. Eins rüber. Eine Lampe. Wir übertreiben die sehr gerne. Was kostet nämlich eigentlich an Strom? Okay, die gehen jetzt gerade... Geht ihr jetzt runter oder geht ihr rauf? Keine Ahnung. Gehen runter. Aus. Also gut. Siliziumwaffeln. Calciumchlorid. Ja, dann ist es eh egal, dass es auf eine Seite kommt. Das ist dann also alles oben. Das wird jetzt wieder ein bisschen... Ah, nee, warte mal. Ihr braucht, glaube ich, ja nur... Warum guckst du dich so einfach nach? Carbon und Quarz. Quarz bauen wir noch gar nicht ab. Das ist jetzt nicht ganz so das Problem. Und Carbon kommt dann da drauf. Das heißt, wir müssen einmal ganz rübergehen und Carbon klauen. Holla, die Waldfee von da drüben herholen. Der Plan mit dem Zug gefällt mir immer besser, dass wir dann die Chemie-Sache mit dem Zug beliefern. Ganz ehrlich, ansonsten haben wir da, oder habe ich da einfach ein Riesenproblem. Nee, das geht gar nicht. Hier oben haben wir schon. Ich wollte gerade sagen, ich kriege nur die Dinge nicht hin. Das ist cool. Okay, mach mal rein und... mir mal alles, was du an Carbon hast. So, ich darf nicht zweimal klicken, ansonsten gibt er mir nämlich die Kohle raus. Da. Okay, das heißt, ich brauche... Mach mir noch mal ein paar von den Kisten. Ich meine, die sind echt genial. Die gefallen mir. Dann kann man das echt schön anordnen. Genau, dass wir hier halt dann eben Bahnhof haben oder der Zug fährt bis... Wir gucken da mal, bis weiter... Zug rein muss. Okay. Ja, jetzt wird es ein bisschen kriminell, ne?
Ich meine, die Kiste dahin würde mir nicht so viel bringen. Hierhin auch nicht, aber ich hätte es schon gerne in einer Reihe. Ja, was habe ich denn für ein Problem? Meine Lieblingsknicker sind noch da. So rum. Ihr bringt das nach oben. Ach so. Da ist mein Problem. Ist es eben nicht. Doch, ist es. Nee, ist es nicht. Ich muss die nur seitenverkehrt machen. Hat ja einigermaßen gepasst und eins weiter rüber. Okay, dass wir da im Stromdrinks drin sind. Stromdrinks. Dann kann man nicht das mit dem Quarz genauso lösen. Ja, dann ist es eigentlich egal. Na gut, Platz sparen, ne? Ah, ich muss da eins rüber. Kein Problem. Dann haben wir hier, dann haben wir da den Platz dazwischen. Dann bitte darauf, bitte hier rüber. Und dann machen wir hier einfach auch noch eine Strompole hin. Dann passt die ganze Geschichte. Nein. Die da? Oh Mann! Diese Panne. Hier hin? Mein Objekt wurde beschädigt. Wo kommst dann du? Holzkisten. Was lager ich bitte schön in Holzkisten? Hä? Sagt mal. Das ist die Stelle, wo ich doch gesagt habe, ja, brauchst die Türme nicht, ne? Bin ja auch ein Erhalt vom Edgarfeld. Ja, gut. Jetzt habe ich keine da. Ich wollte gerade fragen, kann ich jetzt da so in Ruhe sein oder muss ich jetzt Angst haben? Ich muss Angst haben. Hol's Auto. Ich hab da drin. Vor allem, ich brauche ja Munition, was ich ja überhaupt nicht mehr habe. In der Nähe. Wo kommen die denn jetzt eigentlich her? Vor allem jetzt auf einmal. Wenn schon, dann müssten die doch hier unten angreifen. Wo ist eigentlich das Auto? So. Ja, Ignoranz ist ein Segen. Komm, also ich will mich doch damit jetzt hier nicht beschäftigen. Merket den Fehler, ne? Ich muss hier sogar noch eins rüber. Weil ich muss ja hier so hin. Und dann geht das gar nicht. Okay, dann... Jetzt erstmal das eine, dann habe ich es optisch, dann habt ihr es optisch und so. Vor allem ich habe es optisch, ich brauche das jetzt, ansonsten drehe ich durch. So. Einmal hier. Wenn ich es dann machen wollen würde, mach mal so und mach mal so. Ne? Also, hier drin ist jetzt mein Carbon. Mein Carbon soll da drauf. Ihr merkt schon das Problem, ne? Dasselbe wie ich merke. Ich kann jetzt zwar einmal so machen, aber an dem hinten dran komme ich ja nicht hin, ne? Das heißt, ich habe hier keine Wahl. Ich muss das dann so machen und dann sieht das echt kacke aus. Puh. Wie löse ich denn das? Hmm.
außer ich mache hier das anders hin. Also ich bin halt von dieser Idee schon irgendwie überzeugt. Beziehungsweise ich finde die Idee ganz gut, hier unten Schienen zu haben. Ich brauche mal ein paar Schienen. Ich denke einfach mal, ich muss danach ausrichten. Es ist echt schwierig gerade, so wie ich mir das vorstelle. Ach, immer wieder neue Herausforderungen, ne? Dann kann ich gerade auch gucken, wo das Auto steht. Ich stand's dort unten irgendwo. Mehr brauche ich nicht. Zug brauche ich nicht wirklich. Das ist ja egal, das wird ja dann angepasst. Bisschen Munition noch abklauben. Ich glaube, die sind einfach mal vor 2 Stunden losgelaufen, die Aliens, und haben sich dann gedacht, ah, doch keinen Bock drauf. Der ist mir zu krass verteidigt. Schön wär's. Was warst du? Zinn. Quarz war hier unten, gell? Also es ist schon mal kein Problem, an Quarz würde ich rankommen. Genau, da ist auch das Auto. Dann, ja, doch. Sobald ich das mit den Ablagekisten habe, kann ich halt dann die Pläne machen, wie ich weitergehe, ne? Und ich muss ja dran denken, für die Siliziumwaffeln, nicht Siliziumwaffeln? Was habe ich denn hier für euch gebraucht? Nur die Siliziumplatten. Ja, das ist einfach herzustellen. Also sprich, ich brauche Stein, Eisen, Carbon. Und was war's noch? Hier. Quarz. Klar. Das heißt, das Band muss mit 2 Sachen beliefert werden. Hier. Und jetzt wäre halt die Frage, warum ich es nicht ganz einfach mache. Dann gucken wir mal nach. Also, wir kommen hier hin. Das ist schön, dass das da schon mal sehr gut passt. So. Hier können wir gerade raus. Und dann brauche ich Intelligente hierfür. Das ist kein Thema. Wir brauchen... Wisst ihr, was mir jetzt gerade echt tierisch auf den Zwirn geht? Ich hätte doch sowas machen sollen. Und ein Airplane, genau, da war ja einmal was. So, dann was meint jetzt gerade? Ein Bahnhof wäre vielleicht auch nicht schlecht, dann können wir das hier unten noch direkt fertig einrichten, ne? So, und bitte... 2 Waggons sollten es schon sein, ne? Das ist dann eh die Frage, wie ich das mache. Das muss man mit dem Zähler machen. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Das wird noch lustig werden. So, der Zug, bitte mal einsteigen. Du brauchst ein bisschen Brennstoff. Fahr mal vor. Stop it. So, der Nähe muss jetzt der Bahnhof sein. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß, dass ich dich gebaut habe. Einmal zurück. Du bist Freddy. Meine Jüte. Freddy and quote. Blablabla. Losfahren. Perfekt. Super Angelegenheit. Zug anhalten. Hier vorne dann Stein und Quarz. Das passt ja eigentlich, ne? Na? Ja. Und da. So.
Das wird sich wahrscheinlich platzmäßig ja nicht ausgehen. Das wäre jetzt natürlich nicht so schön. Nö, doch, 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 passt. Genau. Warum vergesse ich die hier immer wieder? Ihr müsst dann halt einfach so raus. Geht so hin und damit wir hier ein ordentliches Bild haben, bitteschön. So. Das heißt, Strom hier hin. Das passt gar nicht. Gut, dann müssen wir da halt leider hässlich arbeiten. Wobei, es passt doch irgendwie. Naja, irgendwie. Also, Strom, Steine, Carbon. Das Zeug kommt da raus und dann fehlt nur noch Quarz. Jetzt baue ich aber da oben schnell noch einen Verteidigungsturm auf. Am besten hier am Bahnhof. Vielleicht sollte ich einen Turm rausnehmen. Sniper-Türme. Und dann machen wir das doch so rum. Gun-Turrets habe ich echt nur so wenig? Gun-Turrets? Ach so. Passt. Okay, jetzt habe ich... Keine Ahnung. Hierhin. Hierhin, das wird jetzt vom Abstand 100%ig dazwischen nicht lang. Ja, super. So. Mach den einen dahin. Mach. Dahin, dann haben wir natürlich viel, viel, viel zu wenig Munition. So, das muss lang. Da hinten kommt ja dann noch eine Mauer hin. So. Das Ding weg, weil es mich gerade nervt. Und am besten immer auf den Schienen parken. Das ist gut. Das ist sehr gut. Kann ich zumindest gleich mal austesten. Nein, ich kann auch durchfahren. Ah, supi. Mensch, wird das Spiel ja langweilig. Okay. Dann wäre das erledigt. Also nur noch Quarz unten raufschaffen und dann die Dinger machen. Sehr schön. Allerdings wollen wir... Nö, nö. Zumindest mal angucken. Ach, egal. Seriously? Echt jetzt? Wow. Das wollte ich schon immer mal. Also das ist Schluss letztendlich einfach nur die Cheater-Version von ich glitsch mich durch irgendwelche Gegenstände hindurch und kann nichts mehr kaputt machen, kann mich aber noch langsamer bewegen im Vergleich zu Fuß. Ja, super Angelegenheit. Okay, gut, weit über der Zeit verabschiede ich mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Baba.